Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 12.11. Und wer sich zum Mittwoch hier besonders viel Mühe gegeben hat und ganz aufmerksam war, der hat sogar das Gras wachsen sehen. Ja, also im DAX, da weiß ich nicht, wie ich das bezeichnen soll. Das war einfach mal tote Hose. Also, Viagra hat er über Nacht nicht gekriegt. Der ist einfach stehen geblieben halt, ne, der alte Mann hier. Und er hat sich nicht mehr vom Fleck bewegt. Also weder hoch noch runter, da ging einfach mal gar nichts. Wir hatten ja erwartet, dass wir um die 200 rum eine kleine Drehung reinkriegen. An sich ist das noch vollkommen legitim. Das kann auch noch nachträglich jetzt kommen. Wäre ein bisschen ungewöhnlich jetzt, wenn er da so ein Bramborium drum macht und dann trotzdem wegkippt. Das wäre eigentlich üblicher gewesen, wenn er dann gleich kommt. Das riecht ein bisschen wie, als würde er uns ein bisschen oben anstänkern. Aber ich würde das mal so aktiv lassen. Das heißt, zum Donnerstag erwarte ich gar nicht so viel Bewegung, ehrlich gesagt. Könnte mir vielleicht vorstellen, dass wir hier oben rumdrucksen, an der 300 mal kratzen. 330 haben wir gestern eigentlich genauso erzählt, ne? Und wenn er das aber nicht schafft, dann ist er sich durchaus nochmal runterdreht. Das kann aber wieder so träge werden halt, ne? Ich könnte mir das fast vorstellen, dass er sich per Gap irgendwo hinstellt, oben oder unten. Ich möchte einen Abwärtsgap nicht ausschließen. Auch wenn er zum Abend jetzt hierhin in den letzten 10 Minuten nochmal ordentlich nach oben gezogen wurde. Aber das wirkte schon ein bisschen, weiß nicht, das wirkte ein bisschen. Weiß ich nicht, es wirkte komisch. Es kam zu schnell. Also ich weiß, gerade im DAX, wenn er das nach unten macht, macht er ganz gerne einen Aufwärtsgap dann hinterher. Ne? Also wenn er so die letzten Minuten so noch ganz doll nach unten anzieht, lockt immer ganz viele Short rein und dann macht er nächsten Tag einen Abwärtsgap. Hoch zu ist es nicht immer ganz so eindeutig. Er kommt da manchmal tatsächlich noch was ein bisschen hinterher, aber es würde mich nicht wundern, wenn er jetzt zum Start dann wieder runter an die 1,70, 1,90 läuft, wo er sich mühevoll hingearbeitet hat. Jetzt so gefühlt über den ganzen Tag hin hat er sich auf diesen Kurs hingearbeitet und wurde innerhalb von 15 Minuten einmal durch die ganze Tagesspanne getreten in den letzten Minuten. Das gucken wir uns mal an. Also sollte der drunter gehen, wie gesagt, ich könnte mir das gut vorstellen, dass er dann ein bisschen runterkleckert. Von der Bewegungsspanne würde ich denken, bleiben wir tatsächlich so. Ich glaube nicht, dass es großartig viel mehr Bewegung wird. Ein bisschen mehr Tagesspanne vielleicht, ein bisschen mehr hin und her. Aber im Großen und Ganzen dürfte es erstmal ruhig bleiben. Das kann auch noch ein paar Tage anhalten. Dass er hier erstmal auch ein bisschen seine Deckung findet halt, ne? Also hier wird wieder Geld eingesammelt gerade. Das haben wir oft schon gesehen, um 13.200, ganz oft schon gesehen, um 13.200. Dass er dort sehr stark immer wieder zur Seite tendiert, sehr viele Probleme hat, neue Hochs zu stellen. Dieses Urteil kann ich mir hier noch nicht erlauben, weil wir haben es noch gar nicht gesehen. Kennen ja nur dieses eine. Da war noch nicht drüber. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das neue Hoch schwerer fällt. Dass ihm das schwerer fällt und er vielleicht sogar von dort runtergetreten wird. Ansonsten kann er das stemmen, kann er das halten. Bleibt hier oben der Bereich um 450 bis 500 interessant. Das ist auch unverändert zu gestern. Damit ist alles gleich geblieben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das direkt früh gleich klären und dann unterhalb der Vortagesrange arbeiten. Vielleicht ein bisschen um die 150, 100 rumpendeln. Das würde ganz gut passen. Und ansonsten alles, was nicht nach unten geht, ja, geht nach oben. Na, also gerade über 230, über 250 sollte man unseren DAX Richtung neuem Hoch hier auf dem Schirm haben. Einfach da oben die Stops abräumen. Das hat man schon gestern eingefordert, also für den Mittwoch eingefordert. Da hat das uns noch nicht gebracht. Können jetzt zum Donnerstag nochmal kurz kommen dann. Was soll ich sagen? Also mehr können wir hier gar nicht sagen. Im Tagesschart ist die Tageskasse grün. Es ist wichtig, es bestätigt nochmal den Aufwärtstrend, zeigt eine positive Grundhaltung. Man muss aber auch sagen, so langsam die Kiste dann halt auch ein bisschen. Ja, es ist halt. Darf halt nicht vergessen, es ist halt der DAX. Es ist halt nicht der Musterkönig aller Indizes. Es ist eher der, der öfter mal dadurch auffällt, dass alle Indizes steigen und der DAX fällt. Es ist nicht unbedingt der stärkste Index. Das ist einfach so, das müssen wir so akzeptieren, das müssen wir für uns hinnehmen. Da ist es schon beachtlich, wenn wir hier festhalten können, dass wir neun grüne Tageskerzen hintereinander stehen haben. Da liegt es nahe, dass wir eine rote kriegen, aber es kann auch sein, dass die mit einem fiesen Aufwärtsgap kommt. Also, wir gucken uns das mal an. Es wäre nach 9 Tagen nun zumindest nicht üblich, nicht unwahrscheinlich, dass was Rotes reinkommt hier auf Tagesebene. Sollte es nochmal grün bleiben, kann er sogar bis 12 Kerzen dann hoch. Ne? Es gibt es so bestimmte, ich sag mal, so eine bestimmten Zahlenfolgen, wo man sagen kann, das sieht man sehr häufig. Also meistens sind es 9 grüne Tageskerzen hintereinander oder auch rote, bevor der Markt sich wieder eintritt oder dann 12 halt. Ne? Es sind immer so, das sind also 5, 9, 12, das sind glaube ich die Zahlen, die da relevant sind. Ich komme nicht mehr, Wilderswellen, irgendwie sowas hieß das. Ich müsste jetzt im Buch nachschauen.
Da, das habe ich jetzt gar nicht mehr griffparat. Ja, wollte es bloß erwähnt haben. Vielleicht ist es dem einen oder anderen nicht aufgefallen. Es ist auf jeden Fall eine Overperformance, die wir im DAX haben. Definitiv. Das heißt, in dem Moment, wo uns auch mal wieder ein bisschen wegrutscht, können wir das dann wieder ein bisschen abtreiben. Es ist eine starke Trendphase. Das heißt, der wird einen Teufel tun und jetzt hier einen V nach unten machen, so wie das der Nasdaq gezeigt hat. Das geht bestimmt ein paar Tage zur Seite erstmal und dann nach unten, nach oben, enttäuscht, nach unten, nach oben, dann, bis überhaupt gar keiner mehr Lust hat, das Ding überhaupt zu shorten. Und dann fängt er an, hinten raus ein bisschen Tempo wieder raufzunehmen, in dem Moment, wo er vielleicht dann hier so reinfällt. Na, aber vorher in dem Bereich hier oben. Es ist eine positive Ausgangslage. Ich will es erstmal nicht schlecht reden. Ne? Ich will es erstmal nicht schlecht reden. Auch eine Chance oben auf ein neues Hoch. Aber man muss es ja ansprechen. Es ist eine Übertreibung. Es ist auch ungewöhnlich. Es ist es ist anormal, kann man schon fast sagen. Ne? Das soll nicht heißen, dass man deswegen nicht weiter steigen kann. Aber man darf schon mal langsam wieder ein bisschen aufmerksamer sein, wenn unser DAX rote Tageskerzen bringt. Vorher noch nicht. Haben wir gestern auch schon gesagt, es ist noch keine gekommen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass zum Donnerstag eine kommt, aber wir gucken uns das an. Sind wir zum Donnerstag schlauer und können dort auch dann nochmal über die Ziele reden. Das machen wir jetzt hier erstmal nicht. Jetzt haben wir hier erstmal noch das neue Hoch im Visier, vielleicht sogar in dem Bereich um 450 bis 500. Und dann schauen wir, ob dann eine rote Tageskerze gekommen ist. Dann gucken wir uns den Rest an. Und ja, auch der Start wird entscheiden. Ne? Der Start wird wahrscheinlich schon darüber entscheiden, ob unser DAX hier tauglich wird, rote Tageskerzen zu werfen oder nicht. Dann müsste das relativ zügig wieder wegrunden. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass es klappt. Ich könnte es mir vorstellen. Das würde dann nicht dazu passen, dass er ein neues hochbringt, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es klappt. Ja, macht er das nicht, macht dann aufwärts, dann kommt es hoch. Da wird er nicht drum rumkommen. Ja, also das sind so die zwei Optionen. Ne? Das eine hier das zügig zumachen und dann hier einfach so zickzack hier unten. Oder er macht tatsächlich ein kleines Aufwärtsgap und wuchtet hier oben einmal so einen Bogen rein. Gut, Freunde, dann soll es das so sein. Müssen wir gar nicht mehr Zeit verlieren, als notwendig ist. Chart nach aufwärts gerichtet, Trend aufwärts, Tendenz aufwärts, Chart positiv, Chartlaken positiv. Hat es leichter sich nach oben. Es hat es schwerer unten aus, das muss man so sagen. Ne? Insbesondere, wenn ihm keine Impulskerzen gelingen. Halt, ne? Gut, schauen wir mal, was kommt. Bis morgen. Beziehungsweise, nee, jetzt ist doch. Einmal machen wir noch. Bis morgen. Tschö.